Zuerst kam der Film, dann hatten Kameras plötzlich umständliche Spiegel und Sensoren und kurz Zeit später brauchten sie dann keine Spiegel mehr. Und jetzt, wie die Zukunft der Kameras aussehen könnte, das zeigt Sony mit der A9 III und ihrem neuen Global Shutter und der hat gerade 120 Bilder aufgenommen. Lass uns darüber mal reden. Und damit herzlich willkommen zum ersten Kamerabericht hier auf dem YouTube-Kanal von Fotografix. Ähm, Sony hat uns die A9 III ausgeliehen und ich habe richtig Lust, darauf mit euch einmal über die erste Systemkamera mit Global Shutter oder globalem Verschluss zu sprechen. Aber kurz ein paar Worte vorab. Denn ich will hier keinen klassischen Test durchführen und systematisch über das Gehäuse, über die Bedienung und äh, das Rauschverhalten, den Dynamikumfang sprechen. Denn ich denke, die meisten von euch, die die A93 im Alltag wirklich brauchen, die haben sie bereits oder vertrauen auf Messungen unter standardisierten Bedingungen, die wir aktuell leider noch nicht bieten können. Interessiert euch das aber, dann empfehle ich euch das englischsprachige Video von Gerald Andan namens A93 Sensor Testing und, auf das, äh, und das Video von, also auf Deutsch, das Video von Amazing Nature Alpha. Finde ich wirklich beide sehr gelungen. Beide Links findet ihr zu den Videos unten in der Videobeschreibung. Was ich in diesem Video gerne machen möchte, ist euch meine Erfahrungen und Gedanken zur neuen Sensortechnologie in der A9 III zu teilen. Aber klären wir noch mal, worum es dabei eigentlich geht. In den Modellen seiner A9 Serie konzentriert sich Sony ja auf die Anforderungen von Sportfotografen, Tierfotografen und alle Menschen, die hohe Geschwindigkeiten beim Fotografieren benötigen. Die Anon 2, die im Jahr 2019 erschien, bot damals schon schnelle Seriengeschwindigkeiten von, äh, von 20 Bildern pro Sekunde, bot einen leistungsstarken Autofokus mit 693 Autofokusfeldern und Verschlusszeiten von bis zu einer 32.000 Sekunde. Das waren damals und sind auch heute noch echt gute Werte für Systemkameras. Aber in der Anon 3 hebt Sony all diese Eigenschaften auf ein ganz neues Level. So lassen sich jetzt RAW-Fotos in der vollen Auflösung von 24,6 Megapixeln mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Die Verschlusszeit sinkt dabei nur auf, äh, auf nur bis zu eine 80.000 Sekunde. Und zum ersten Mal überhaupt geht das Ganze dann auch beim Blitzen. Möglich macht das eben der Einsatz einer neuen Sensortechnologie, bei der Pixel ganz anders ausgelesen werden. Der globale Verschluss, wie Sony ihn auf seiner Homepage nennt, liest dabei alle Pixel des Sensors gleichzeitig aus, statt sie wie bei herkömmlichen Systemkameras Reihe für Reihe auszulesen. Sony's neuer Sensor ist zudem im leistungsstarken Stacked-Design verbaut und schafft so ganz neue Möglichkeiten. Sony kombiniert diesen Sensor dann auch mit der nötigen Hardware. Zwei Prozessoren sorgen dafür, dass es etwa keine Unterbrechungen im Sucher mehr gibt. Fotos wandern dank CF Express Typ A Standard auch sehr schnell vom äh, internen Cache auf der externen Speicherkarte und Rolling Shutter-Effekte bei Fotos und Videos sind dank des neuen Sensors kein Thema mehr. Theoretisch sind mit Sony's Kamera also Aufnahmen möglich, die so bislang noch nicht so wirklich mit anderen Systemkameras möglich waren. Aber, und darauf will ich mal zuallererst eingehen, ist das im Alltag überhaupt irgendwie nützlich? Wie habe ich die 1 und 3 eben im Rahmen dieses Testberichts knapp zwei Wochen lang als Hauptkamera genutzt. Und ich muss zugeben, ich musste mich an das Fotografieren mit dem neuen Sensor erstmal wirklich gewöhnen. Und überhaupt erstmal Motive finden, die schnell genug sind, dass ich das Potenzial des Sensors irgendwie ausnutzen konnte. Mein Leben in Berlin, wo ich wohne, ist trotz aller Vorurteile gegen Großstädte nicht schnell genug, als dass ich so hohe Geschwindigkeiten irgendwann im Alltag mal bräuchte. Daher war das Fotografieren vor allem erstmal eins. Echt ungewohnt. Denn da es schlichtweg nicht mehr nötig ist, verzichtet Sony auf äh, die Integration eines mechanischen Verschlusses. Es fehlt also das gewohnte Feedback im Kameragehäuse, das normalerweise ja durch das Schließen und Öffnen des Verschlusses entsteht. Somit fehlte mir beim Fotografieren eine Rückmeldung in der Kamera, die mir dann zeigt, dass ich gerade ein Bild aufgenommen habe. Natürlich kennt man das schon von Smartphones und meine normale Kamera, die A74, hat auch einen lautlosen Modus. Aber ohne diese Orientierung habe ich mich dann eben oft ein bisschen erschrocken, beim Drücken des Auslösers nicht nur eines, sondern gleich 10, 20, 40 oder 60 Bilder aufgenommen zu haben. Und ganz ehrlich, muss eine Kamera, die fast 7000 Euro kostet, wirklich so klingen. Wenn sich verschlussfreie Kameras in Zukunft etablieren, dann müssten Hersteller für mich da definitiv nachbessern. Also gibt es bald kein echtes Klicken mehr. Was meint ihr dazu? Wird euch ein echtes Feedback beim Fotografieren fehlen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Aber zurück zum Thema beziehungsweise zurück zu den vielen Bildern, die ich aus Versehen aufgenommen habe. Da die Geschwindigkeit der und 3 zu schnell für mich ist und auch allgemein zu schnell für die menschliche Wahrnehmung, hat Sony nämlich einige Hilfsmittel eingebaut. Und die sind echt clever. Starten wir mit dem Autofokus, der wie bei der Sony A7R5 und weiteren Modellen von Sony Unterstützung von einer künstlichen Intelligenz bzw. von Machine Learning bekommt. Motiva kennt die Kamera daher unter anderem anhand von Umrissen und weiß etwa noch, wo ein Auge sein müsste, wenn Teile des Gesichts verdeckt sind. Beim Fotografieren einer Freundin von mir, die Tuchakrobatik macht, war der Autofokus im Vergleich zu meiner Sony A7 IV, die diese KI-Funktion noch nicht hat, wirklich noch ein deutliches Stück präziser. Dass der Fokus dabei auf den Hintergrund springt, kam praktisch nie vor. Höchstens konzentrierte sich die Anon 3 manchmal auf den Körper und nicht direkt aufs Auge. Die Aufnahmen waren dann aber trotzdem immer noch scharf. Der Autofokus lässt sich in der A93 zudem noch ein bisschen präziser einstellen. Ich kann etwa angeben, ob ich lieber den Kopf eines Vogels im äh, Fokus behalten möchte oder lieber seinen Körper. Bei kleinen Motiven oder Objekten in der Ferne ist er dann aber nicht mehr zu 100% treffsicher. Bei den Spatzen, die ich fotografiert habe, kam es immer mal wieder vor, dass die Kamera verwirrt war und den Fokus dann verlor, selbst dann, wenn die Vögel sich nicht viel wirklich bewegten. Aber in der Regel braucht ihr euch keine Sorgen, um den Autofokus zu machen. Und das ist echt praktisch, denn so könnt ihr euch aufs Motiv konzentrieren und eben wieder darauf mit der Geschwindigkeit des Sensors klarzukommen. Aber auch hier greift Sony uns ein bisschen unter die Arme. Das erste Feature ist ein einfacher Knopf. Es könnte auch kaum simpler sein. Der heißt C5 und ist in seiner Platzierung ganz neu bei Sony. Sitzt zwischen Objektiv und Handgriff hier in der O in der Seite. Hier platzieren auch andere Hersteller etwa Fuji bei der GFX 102 Knöpfe und man muss sich ein wenig daran gewöhnen, mit dem rechten Zeigefinger beim Fotografieren einen Knopf zu drücken. Aber man gewöhnt sich auch daran und kann dann standardmäßig einen Geschwindigkeitsboost aktivieren. Ihr fotografiert also ganz normal und schaltet dann bei Bedarf die vollen 120 Bilder pro Sekunde an und wieder aus. Als zweite Hilfestellung gibt es bei schnellen Motiven in der A93 noch eine Pre-Burst Aufnahme. Und die ist wirklich, wirklich nützlich. Denn die Kamera speichert dabei nicht wie sonst Aufnahmen nach Betätigen des Auslösers, sondern wahlweise 0,5 oder eine Sekunde, ähm, 0,5 Sekunden oder eine Sekunde davor. Bei der Tierfotografie konnte ich so den Abflug eines Vogels fotografieren, einfach indem ich nach dem Vogelstart den Auslöser gedrückt habe. Das ist also wirklich nützlich. Aber ein Freund, mit dem ich mich während des Testzeitraums getroffen habe, hatte mich dann gefragt, ob das überhaupt noch Fotografieren ist. Aber in gewisser Weise ist man bei der A93 auf derartige Hilfsmittel angewiesen. Und das merkt man vor allem, wenn man sie mal nicht nutzt. Denn bei meiner etwa 20-minütigen Vogelfotografie-Session habe ich stolze 1900 Fotos aufgenommen. Eine Stunde Tucharogomatik führte dann sogar zu über 4.000 Aufnahmen. Das brachte die CF Express Typ A-Speicherkarte, die Sony mir ebenfalls äh, zur Kamera dazugelegt hat, und die aktuell stolze 200 Euro kostet, schon an ihre Grenzen. So bräuchte es in der Praxis nur vier weitere Fotoaufträge und dann wäre auch die Festplatte meines MacBooks schon voll. Die misst 512 GB und selbst der aktuelle M3 Pro von, Mac, äh, von Apple brauchte über fünf Minuten für den vollständigen Import der Fotos in Adobe Lightroom samt Erstellung von Miniaturvorschauen. Und dann muss ich euch sagen, fangen die Probleme ja irgendwie erst an. Denn es dauert natürlich unendlich lange, diese insgesamt 6000 Bilder am Laptop durchzugehen. Die meisten Fotos sind dabei sowieso nahezu identisch und man verflucht irgendwann echt, beim Fotografieren so häufig auf den Auslöser gedrückt zu haben. Wer die A93 also beruflich nutzt, der muss entweder sehr, sehr vorsichtig mit Serienaufnahmen umgehen oder eine Hilfsrad einstellen, weil sonst explodieren die Kosten irgendwann echt. Oder man vertraut eben auf die Funktionen, die sich erstmal nicht wie klassisches Fotografieren anfühlen. Ich glaube, und das hat mir die A93 nochmal bewiesen, darauf müssen wir uns zukünftig ohnehin ein bisschen gewöhnen. Denn in den Jahren habe ich viele aktuelle Kamerasmartphones getestet und gemerkt, dass viele bereits über Best-Shot-Funktionen äh, verfügen, in denen sie zwar mehrere Bilder aufnehmen, dabei aber automatisch die schärfste und die schönste Aufnahme auswählen. Und in Kommentarspalten unter Artikeln, auch bei Fotografics, lese ich immer wieder, äh, mein Handy kann doch schon viel, viel mehr als diese ollen Kameras. Und ich schätze, dass schnellere Sensoren und auch so Technologien wie der globale Verschluss in der A93 diese Lücke langsam aber sicher schließen. Einen Hinweis darauf finden wir schon jetzt in der Anon 3, denn die Kamera kann rauschfreie Aufnahmen wie eben Smartphones über Composted Raw erzeugen, ohne dass man dabei ein Stativ mitnehmen muss oder am Urlaubsort irgendeine Mauer finden muss. Die Kamera nimmt dann dank der hohen Seriengeschwindigkeit genügend Draws auf, dass man sie nachher am PC rauschfreier und farbechter zusammenfügen kann. Also, modernere Prozessoren, schnellere Sensoren, KI-Systeme und die Verbindung zu Software und, dem, und das Smartphone werden das Fotografieren mit Systemkameras zukünftig höchstwahrscheinlich verändern. Und damit ist Sony natürlich nicht nur alleine, das sehen wir auch bei anderen Herstellern. Canon kündigte im Mai 2024 die Entwicklung der EOS R1 an, die beispielsweise immer dann ein Bild aufnehmen kann, wenn ein Fußballspieler einen Ball schießt. Das macht sie dann ganz automatisch. Priorität Action heißt das. Und hier vertraut Canon laut offizieller Homepage ebenfalls auf Deep Learning-Technologien und neue Systeme zur Bildverarbeitung. Ob Canon bei seinem Flaggschiff dann auch auf einen globalen Verschluss setzt, wie Sony, das wissen wir aktuell aber natürlich noch nicht. Aber dafür sehen wir auch bei anderen Kameras, dass sie intelligenter werden und sich mit dem Smartphone verbinden lassen. Fuji und Panasonic etwa haben Kameras vorgestellt, die bestimmte Prozesse der Bildverarbeitung ganz bequem in die Kamera verlagern. Damit meine ich natürlich die verschiedenen Filmsimulationsmodi bei Fuji und die realtime luts in der Lumix S9. Und wie zumindest die Verkaufszahlen von Fuji zeigen, kommt das in der Photo-Community ja echt wirklich gut an. Während die A93 für mich im Alltag also wirklich keine großen Vorteile bringt, hat sie mir eins gezeigt. Ähnlich wie die Entwicklungen im maschinellen Lernen und KI-Systeme die Fotografiebranche verändern, wird das offenbar auch mit den Kameras an sich passieren. Systemkameras werden zukünftig also schneller und intelligenter sein und technische Möglichkeiten bieten, die wiederum ganz neue Aufnahmen und auch neue Möglichkeiten in der Aufnahmeerstellung bieten. Was die Anon 3 und ihren neuen Sensor angelangt, ja, die setzt als Bildabstand schnellste Systemkamera auf dem Markt aktuell natürlich technisch neue Maßstäbe. So super nützlich finde ich Serienbildgeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, aber dann im Alltag wirklich nicht. Im Gegenteil, die haben mir in den letzten Tagen echt ganz schön viel Arbeit gemacht. Spannender finde ich den Sensor da eher wegen anderer Vorteile. Es gibt keine unschönen Streifen mehr beim Fotografieren unter LED-Licht, Aufnahmen sind niemals durch Rolling Shutter verzerrt und die kurzen Verschlusszeiten machen ND-Filter beim Fotografieren mit Offenblende dann sogar überflüssig. Wenn ich meine Bilder so durchschaue, geht das aber aktuell noch ein bisschen auf Kosten des Rauschverhaltens und des Dynamikumfangs. Auch wenn die Bildqualität echt hoch ist, war ich im Zirkuszelt deutlich besorgter über das wenige Licht als noch mit meiner A7 IV. Die hat ja echt ein sehr gutes Rauschverhalten. Also, ich bin zwar ein bisschen traurig, dass ich die A93 wieder zurückschicken muss, aber essentiell in eine Lebenskrise stürzen wird mich das jetzt nicht. Also, kurz zusammengefasst, ich bin zwar ein bisschen traurig, dass ich die A93 wieder abgeben muss, aber für meine Arbeit macht sie nicht so wirklich Sinn und ist mit 7000 Euro für mich dann auch viel zu teuer. Aber wie ist das bei euch? Schreibt mir eure Erfahrungen und eure Meinung zur Kamera gerne unten in die Kommentare. Und lasst mich auch gerne wissen, was ihr von meinen Thesen, von meinen Projektionen über die Zukunft der Systemkameras so haltet. Wenn ihr gerade dabei seid und mit eurer Maus auf YouTube rum surft, dann könnt ihr auch ganz gerne Photographics äh, neuen YouTube-Kanal abonnieren. Klickt dafür einmal auf die Glocke und nee, klickt dafür auf Abonnieren und dann auch noch auf die Glocke, damit ihr über die neuen Folgen von Photographics News und auch weitere Videos wie dieses informiert bleibt. Uns unterstützt ihr dabei zudem und dafür sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.